Liebe Teilnehmer des HSP-Infotages 2020, ich freue mich sehr, heute zu Ihnen zu sprechen aus weiter Ferne, den Umständen entsprechend, dem brandenburgischen Beelitz-Hallstätten. Ich bin in der Klinik hier auch zugegen und möchte Ihnen heute Ernährungsgrundlagen und Besonderheiten bei HSP übermitteln. Ja. Zu meiner Person, ich bin schon seit über 30 Jahren im Bereich der medizinischen Ernährungsberatung tätig. Dazugekommen sind Diabetesberaterin und auch die Expertin für neurogene Darmfunktionsstörungen. Unsere Klinik ist natürlich im Schwerpunkt eine neurologische Rehabilitationsklinik, die sich oder wo ich mich in meinem Fachgebiet natürlich den neurogenen Darmfunktionsstörungen im Besonderen widme und dies auch schon seit einigen Jahren, so dass ich vielleicht das eine oder andere für Sie Neues habe, aber eben auch so starte ich in aller Regel die Grundlagen nochmal gebündelt, um auf therapeutische Schwerpunkte einzugehen. Ich beginne mit der Themenübersicht und mit einem kleinen Warm-up. Ein Warm-up ist immer deshalb aus meiner Sicht sehr hilfreich, um die Grundlagen der Ernährung zu bündeln. Nicht das, was Sie alles schon wissen, sondern einfach, um einen kleinen Vorschub zu leisten zu dem, was nachher im Störungsbild zu sehen ist, woraus Ernährungsempfehlungen resultieren, was unter der Darmgesundheit zu verstehen ist und was wir hier in der Klinik schon seit längerem auch fokussiert in Angriff genommen haben, das Darmmanagement, was Sie sich darunter vorstellen können und worauf Sie auch in Ihrem eigenen Handeln und in der eigenen therapeutischen Maßgabe achten können. Also, einführendes. Die Ernährung ist die Basis aller Funktionen, das wissen Sie. Damit überrasche ich Sie nicht. Das brauchen wir. Wir leben vom Essen, wir leben vom Trinken und damit auch unser Organismus. Es bildet also die Grundlage sämtlicher Funktionen, die wir innehaben und natürlich auch die Grundlage der Ernährungstherapie. Ich kann nicht erst mit dem Komplexen beginnen, wenn die Basis im Grunde genommen fehlt. Und somit gehen wir bei allen Erkrankungen, nicht nur bei der HSP, sondern auch allem, was sich sonst ernährungstherapeutisch darstellt, immer mit den Grundlagen, immer mit der Basis voran, um da erstmal ein gutes Therapiefundament zu schaffen. Die Ernährung, und das wissen Sie auch, ist natürlich auch nicht die Ursache der HSP. Das bedeutet, die Heilung der Erkrankung mit einer Ernährung mit Besonderheiten, die man häufig über ernährungstherapeutische Maßnahmen liest, ist nicht möglich. Das ist im Grunde genommen ganz einfach vorwegzuschicken. Aber die Prävention und die Behandlung damit einhergehender Störungsbilder, die sich natürlich aus den genetischen Defekten, die sehr unterschiedlich und sehr differenziert bei Ihnen vorkommen können, behandeln. Das heißt also auch hier ist natürlich eine entsprechende Eingriffnahme möglich und häufig auch zugunsten des Wohlbefindens und auch der Lebensqualität. Was können wir also mit der Ernährung, Komplikationen und Beschwerden verhindern? Das bedeutet, ein Mangel kann genauso wie ein Überhang zu entsprechenden Komplikationen oder auch Beschwerden führen. Die Lebensqualität und das Wohlbefinden, was im Grunde genommen sehr subjektiv formuliert wird, kann aber dennoch gesteigert werden, wenn im Grunde genommen eine Funktionstüchtigkeit, eine Leistungsfähigkeit und auch ein Beschwerdebild im eigenen Empfinden verbessert werden kann. Mit der Ernährung können wir natürlich auch entsprechende Handicaps beachten. Wenn funktional nicht alles möglich ist, so habe ich natürlich eine große Auswahl an Lebensmitteln oder an Speisenzubereitung oder auch an Hilfsmitteln, die eine Rolle spielen könnten, auch diesen Bereich sicherstellen. Behandlungs- und Therapiemaßnahmen werden unterstützt. Das heißt, ein Fokus liegt natürlich auch in der Bewegungstherapie, Physiotherapie. Und muss man sich natürlich auch vorstellen, diese therapeutischen Maßnahmen basieren auf einer gute Versorgungssituation im Organismus. Und wenn es da natürlich einen Mangel gibt, einen Energiemangel, einen Nährstoffmangel, und Sie wollen natürlich in der Umfänglichkeit die Ihnen zur Verfügung stehende Muskulatur nutzen, dann kann es natürlich hier auch Lücken geben, beziehungsweise wenn es dann eine Einseitigkeit der Versorgung gibt, ist nicht alles in der Form nutzbar, wie sich das der eine oder andere vorstellt oder wie der Therapeut es eigentlich dann auch erwarten würde. Und die Gesundheits- und Aktivprognose können natürlich positiv gestaltet werden.
Das ist etwas, was natürlich für jeden Fußgänger, für jeden Nicht-Betroffenen auch gilt. Man muss aber immer dazu sagen, wer eine chronische Erkrankung hat, wer Einschränkungen auch oder zu einem eine bestimmte Komplikationsform aufweisen kann, wenn es einen Mangel gibt, schneller als vielleicht jemand, der nicht betroffen ist, dann gilt es hier viel mehr noch auf die Selbstfürsorge zu achten. Manchmal kann man auch sagen, da ist der Daumen etwas fester im Nacken, mehr für sich zu tun, um letzten Endes genauso in eine gute Aktivprognose oder Gesundheitsprognose perspektivisch auch reinzugehen. Was ist die Basis? Ich sagte das schon, eine gesunde und bedarfsgerechte Ernährung. Der Bedarf ist natürlich klar definiert, zu dem komme ich gleich noch etwas intensiver. Es ist ausreichend Aktivität. Und hier muss ich immer, wenn es dann aufploppt, wenn das Wort Aktivität kommt, immer noch mal einen Nachsatz bringen, auch wenn es nicht sofort mein eigener Schwerpunkt ist, sondern häufig im Sport- oder physiotherapeutischen Bereich zu sehen ist. Alles, was Sie können, alles, was Ihnen an Funktion möglich ist, nutzen Sie es. Das heißt, die Aktivität bestimmt maßgeblich den Erhalt der Muskulatur, die Sauerstoffversorgung, Ihr Wohlbefinden, die Prognosen. Und müsste man eigentlich ein Stück weit drüber stellen, auch über die Ernährung, wenn da mal eine kleine Schieflage ist und die ist zeitlich limitiert, muss man auch sagen. Hat es nicht immer gleich so gravierende Auswirkungen, als wenn Sie sich in Ihrer Aktivität zurückziehen. Das kann schneller zu einem Verlust der Muskulatur führen. Und insofern muss ich natürlich, sehen Sie es mir nach, einfach nochmal gezielt darauf hinweisen. Was häufig zu kurz kommt, und auch das sollte natürlich nicht vergessen werden, ist Entspannung und Schlaf. Der Alltag im Grunde kann sehr viel Hektik beinhalten, kann sehr viel Stress beinhalten, kann Sorgen beinhalten, verursacht Spannungssituationen, was zu Anspannungen kommt, auch der Schlaf aufgrund von Schmerzen, aufgrund von Unruhe, was auch immer sie um den Schlaf bringt, wird unterschätzt. Auch hier muss ein Fokus drauf liegen. Auch hier braucht es eine vernünftige Darstellung von Entspannung und Schlaf. Was wir natürlich bei allem sehen müssen, ist natürlich das beeinflussende Umfeld, beeinflussende Faktoren, die Medikamente und das Abführmanagement. Was ist an Darmfunktion vorhanden? Wie viel Mobilität können Sie aufbringen? Wie viele Begleiterkrankungen sind zu berücksichtigen? Und wie ist Ihre psychische Situation? Das alles gehört natürlich mit dazu. Es ist also nicht nur die Entscheidung, ob Apfel oder Brot, ne, sondern eben auch alles, was in der Verdauung oder was den Körper grundsätzlich beeinflusst. Energie ist ein Begriff natürlich aus der Physik, damit überrasche ich Sie nicht. Und diese Energie, wenn wir sie im Ernährungssektor beschreiben, ist definiert an Kalorien. Das heißt also Kalorien oder Joule wäre natürlich die korrektere Form. Und es betrifft im Grunde genommen nur drei der bekannten Nährstoffe, die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, die wir auch nur in dieser Dreierkombination mit Kalorien oder eben Joule belegen. Und es ist erstmal so gesehen eine Grundversorgung. Diese Grundversorgung an Nahrungsenergie von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiße richtet sich nach Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht. Das, was an körperlicher Aktivität umgesetzt wird, natürlich auch an Lähmungsbildern. Das heißt, die Muskulatur ist der größte Pool an Energie. Wenn ich natürlich nur einen Teil der Muskulatur nutzen kann, aufgrund eines Lähmungsbildes, dann habe ich natürlich einen geringeren Energiebedarf. Es sind Spastiken zu berücksichtigen. Auch hier ist der Energiebedarf ausgesprochen hoch. Auch das kann eine Verbrauchssituation ganz anders darstellen als eben nur die klassischen Parameter wie Alter, Größe, Gewicht und Geschlecht. Es sind Begleiterkrankungen, es kann Fieber sein, das würde den Verbrauch deutlich erhöhen. Es können psychische Erkrankungen sein, die mit entsprechenden Medikamenten behandelt werden, dann ist der Verbrauch auch niedriger oder Schilddrüsenerkrankungen. Nur als Beispiel, es können ganz viele Erkrankungen sein und die Medikation,
die hier als letzter Punkt zu sehen ist, da natürlich einen entsprechenden Einfluss hat. Ja. Was dazu kommt, dass alles, was ich an Nahrung aufnehme, natürlich durch die Verdauung muss. Und die Verdauung fängt nicht nur im Dickdarm an. Manchmal beginnt man seine Reise der Verdauung im Dickdarm und sagt, was kommt, was ist denn da übrig geblieben? Das ist dabei nur die Endfassung. Das heißt, wir reden über eine Nahrungsaufnahme und die beginnt von oben. Die ist nicht von unten zu sehen. Und da muss man eben gucken, was passiert in den oberen Verdauungsabschnitten, was passiert in der Aktivität von Magen und Darm, wie wird der Darminhalt transportiert, wie ist die Fähigkeit zur Entleerung im Enddarmbereich und das ist natürlich auch ein Thema, was dazugehört, wie sind die Funktionen der analen Verschlussmechanismen, also die willentliche Entleerung, inwieweit die möglich ist. Und wenn Sie hier nochmal eine Übersicht des Verdauungstraktes sehen, dann ist es relativ kurz gefasst, dass es auch nicht erst im Magen beginnt, sondern schon alleine. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Abschnitte nochmal mit benennt. Das Kauen und die Speichelbildung. Fehlen Zähne. Ist aufgrund von Medikamenten die Speichelbildung nicht da? Aufgrund von fehlender Flüssigkeitszufuhr. Also Sie haben nicht genug getrunken. Die Speichelbildung auch dezimiert, dann haben sie natürlich das erste Problem in der Verdauung. Das heißt, die Vorbereitung der Nahrung für den Magen, der Transfer durch die Speiseröhre, was man noch vor dem Magen setzen muss, ist natürlich hier oben geregelt über das Kauen, über das Einspeicheln, über die erste Zersetzung von Nahrungsbestandteilen, über Enzyme, die finde ich auch im Speichel schon. Na, also das ist hier im ersten. Die Verdauung beginnt natürlich auch mit dem Schlucken, das geht relativ schnell. Hier muss man eben auch sehen, ist auch hier alles in Ordnung, weil Sie haben natürlich immer eine gewisse Mechanik, Sie haben Bewegungen, die natürlich dort auch sind. Das sind Bolusbewegungen, die dann natürlich den Nahrungsbrei weiter zum Magen transportieren. Und der Magen ist natürlich die erste Auffangstelle für das, was da als Mahlzeit oder als Snack eingenommen wird. Und da hängt es natürlich davon ab, in welcher Form die Nahrung aufgenommen wird. Ist sie flüssig, ist sie weich, ist sie fest, ist sie stark strukturiert, ist sie gebraten, ist sie besonders fettreich, ist sie besonders eiweißreich, ist sie großvolumig. Und danach richten sich natürlich auch die Magen, die Verweildauer im Magen. Und wenn hier steht, Verdauung 2 bis 4 Stunden, dann haben wir eher eine sehr leichte Speise zu uns genommen. Das heißt, einem Joghurt kann ich schon mal in 1 bis 2 Stunden wieder im Ausgang haben. Ein Gänsebraten, wie er bald zu Weihnachten zu erwarten ist vielleicht, oder ein Schweinebraten oder ein anderes Tier, was natürlich entsprechend groß, reichhaltig und gebraten sich darstellt, natürlich auch deutlich länger im Magen verweilt. Also da reden wir über 7, 8 Stunden. Ne? Das hat natürlich einen Einfluss auf nachfolgende Verdauungssysteme und natürlich einen Einfluss auf die Fähigkeit von Sekretionsorganen wie Leber und Bauchspeicheldrüse, diese entsprechend auch mit Enzymen oder Gallensäuren zu versorgen. Das heißt also, immer auch gucken, was kann der Magen fassen, wie weit geht dann auch hier der Transfer, wie weit ist es vom Darm möglich, dann diese entsprechenden Portionierungen weiterzuführen. Die Absorption, das heißt also alles, was ins Blut soll, wird im Groben in den oberen Abschnitten des Darms bereitgestellt. Das heißt also, im Zwölffingerdarm, im ersten Teil, also im zweiten Teil des Dünndarms, erfolgt das Gros der Abgabe von Nährstoffen ans Blut. Natürlich geht es bis in die letzten Abschnitte. Es geht dann natürlich auch im Dickdarm weiter. Da wird dann im Prinzip nochmal gescannt, so sage ich immer, der Dickdarm ist so der Beamte unter den Organen, der guckt alles nochmal durch, ob da nicht irgendetwas noch zu gebrauchen ist, entzieht zwischen 1 und 1,5 Liter Flüssigkeit und auch entsprechende Salze. Das heißt, das Ganze geschehen kann innerhalb eines Tages oder auch 2 Tagen ablaufen, wobei die oberen Verdauungssysteme natürlich in Stunden zu sehen sind. Der Dickdarm als Endfassung, als Endkontrolle dann schon 1, 2 Tage noch in Arbeit sein kann.
So, und hier ist es nochmal in der Zusammenfassung, da kann man sagen, wenn man diese kleine, oh, halt, Entschuldigung, wenn man diese kleine Karikatur nimmt, ich hasse Erbsensuppe und will das saftige Fleisch, dann muss man immer auch gucken, dass der Kopf anders geschalten ist, die Emotionen anders geschalten sind. Man muss mal gucken, stimmt Hardware und Software überein und kann letzten Endes hier im Grunde genommen diese Art der Verdauung so auch ablaufen, weil diesen Ablauf brauche ich, um tatsächlich Wünsche zu erfüllen, um abzuschätzen, kann das, was gewünscht wird, was erwartet wird, was gegeben wurde oder was gewollt ist, überhaupt in real zutage gefördert werden. Letzten Endes definiert sich eben auch Verdauungsleistung über die Konsistenz und die Struktur der Speisen, über Portionsgrößen, Zusammensetzung der Speisen, die Energiedichte und die Mahlzeitenfrequenz. Also ein Unterschied, ob ich dreimal große Portionen esse oder 5 bis 6 Mal kleinere Portionen esse. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Salatteller mit Hähnchen esse oder eine Kürbiscremesuppe, wie sie jetzt im Herbst häufig angeboten wird. Es ist ein Unterschied, ob ich eine zuckerreiche Speise habe, eine fettreiche Speise habe oder eher etwas sehr Leichtes, etwas Ballaststoffreiches, vielleicht ein Linsensalat und so weiter. Also Sie sehen schon, dass man da einfach mal aufklappt und wenn es ein Problem gibt, was anzugehen ist, natürlich auch so ein bisschen in die Nachfrage oder nicht um die Nachfrage drum herum kommt. Hier nochmal 2 Abbildungen zur bedarfsgerechten Energie- und Nährstoffzufuhr. Es gibt von der Manfred-Sauer-Stiftung, das werden Sie sicherlich auch kennen, das sogenannte Rollirad. Das ist ein Pendant zur Fußgängerpyramide. Im Grunde genommen sind sich beide Darstellungen sehr ähnlich, bis auf die Tatsache, dass natürlich, wenn ich nicht alle Muskelgruppen nutzen kann, wenn aufgrund von Lähmungsbildern oder im Vergleich zum Fußgänger da natürlich ein geringer Verbrauch zu sehen ist, eine Nährstoffgruppe kürzer kommt und das sind die Kohlenhydrate. Das ist also Getreideprodukte und Kartoffeln. Nicht, weil sie schlechter sind und nicht, weil sie für einen Betroffenen, der ein ausgeprägtes Lähmungsbild hat oder im Rollstuhl sitzt, nicht gut sind oder ungesund sind, sondern weil die Muskulatur sich primär in ihrer Arbeit von Kohlenhydraten oder mit Kohlenhydraten versorgt. Anders sind natürlich die Eiweiße. Das ist eher aber ein Baustoff. Das hat eine ganz andere Ausrichtung. Und insofern ist das die einzige Gruppe, die da zu unterscheiden ist. Ich will aber mal unten anfangen. Das heißt, was ist in beiden Fällen gleich? Es ist immer auch die Trinkmenge. Hier greife ich ein bisschen vor, weil nachfolgende Folien werden das ein bisschen zusammenfassen nochmal. Aber anhand der Darstellung können Sie mir entsprechend folgen auch. Das heißt, das Erste, was bei allem stimmen muss, und ich sagte ganz zu Anfang, wir müssen über die Basics erstmal sprechen, sonst sind andere Dinge nicht gut umsetzbar oder von ausbleibender Wirkung. Sie brauchen, egal ob Sie im Rollstuhl sitzen, egal ob Sie ein Fußgänger sind, 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit. Ne? Und man fragt immer, das ist die Trinkmenge, kann ich die Milch mitrechnen, kann ich das Wasser im Obst und Gemüse mitrechnen? Es ist so, dass der Gesamtflüssigkeitsverbrauch im Körper, das ist ein Unterschied, Trinkmenge und Gesamtflüssigkeit, eine Verlustrate von ungefähr 2,5 bis 3 Liter beträgt. Bedeutet, alleine wenn man jetzt viel redet, wie ich an der Stelle oder Sie vielleicht an anderer Stelle, wenn Sie atmen, wenn die Haut hat eine gewisse Durchlässigkeit, die Nieren und der Darm haben einen Anspruch. Das sind also Ausscheidungsorgane. Lunge, Haut, Niere und Darm sind die 4 wichtigsten Ausscheidungsorgane, denen Sie nicht untersagen können, also Flüssigkeit zu verlieren, weil Sie sich nicht vornehmen können, heute nur mal 3 Stunden zu atmen, weil Sie Wasser sparen wollen oder sich da irgendwie in Schwierigkeiten sehen, Ihre ausreichenden Trinkmengen zu erreichen. Das bedeutet also, Sie haben alleine, wenn Sie nicht so viel reden wie ich gerade, sondern einen ganz normalen Alltag mit einer eher ruhigeren Konversation pflegen, eine Verlustrate von ungefähr 1/2 Liter über die Lunge, also atmen und so weiter. Sie haben eine Verlustrate, ohne dass Sie schwitzen oder Fieber haben, über die Haut von auch 1/2 Liter.
Sie haben einen flüssig, also Sie haben eine Verlustrate der Nieren, wenn Sie gut arbeitet und Sie vernünftig getrunken haben, von 1 bis 1,5 Liter. Das sehen Sie an der Farbe des Urins, dass es eher hell ist. Und da eine gute Arbeit verrichtet wird. Und Sie haben die geringste Ausscheidung eigentlich über den Darm, die liegt so bei 120 Milliliter am Tag. Das heißt, das erklärt, was ich vorhin gesagt habe über die Physiologie, dass der Darm natürlich, der Ente, also der Dickdarm, das Kolon, da nochmal 1 bis 1,5 Liter abzieht, sodass wir eine geformte Entleerung verrichten können. Zum Trinkverhalten muss ich vielleicht noch einiges sagen. Also im Grunde heißt es, Trinkmenge ist nur die Hälfte dessen, was Sie insgesamt verlieren. Das bedeutet, geeignete oder geeignete Getränke wären dann Mineralwasser, Tee, als Genussmittel natürlich auch der Kaffee, der ist vollständig rehabilitiert worden, und stark verdünnte Fruchtsäfte. Das sollte aber schon eine starke Verdünnung von 1 zu 8 sein, weil Fruchtsäfte sonst einen deutlich zu hohen Zuckergehalt haben. Wenn Sie jetzt überlegen, ja, im Gemüse und Obst und Milch und Säften ist ja auch sehr viel Flüssigkeit drin, dann übernehmen die natürlich den zweiten Teil des Flüssigkeitsersatzes. Das bedeutet, wenn Sie mitgezählt haben, wie hoch die Verlustraten der einzelnen Ausscheidungsorgane sind, kommen Sie auf 2,5 bis 3 Liter. Und die Empfehlung zum reinen Trinken liegt bei 1,5 bis 2 Liter. Also im Grunde genommen nur die Hälfte und den Rest. Und da das beantwortet vielleicht die Frage, was mit anderen Lebensmitteln, wie das zu werten ist, das übernehmen dann Lebensmittel. Und vorausgesetzt, Sie essen Obst und Gemüse, denn wenn Sie wenig davon verzehren, haben Sie natürlich dann weniger Flüssigkeit über den Lebensmittelbereich und haben dann eher oder brauchen dann eher den Ausgleich über geeignete Getränke. Jetzt ist es so, dass es nicht viel Sinn macht, um 15 Uhr auf die Uhr zu gucken und festzustellen, Sie haben zu wenig getrunken und dann einfach ganz viel hineinzubringen. Da werden Sie keine gute Flüssigkeitsversorgung erreichen können, weil es gibt eine Aufnahmekapazität auch der Zellen, es gibt Verteilungsgesetzmäßigkeiten und den Rest bringen Sie einfach als häufigen Toilettengang wieder raus. Das ist also nicht sinnvoll. Sinnvoll ist es, Sie verteilen das über den ganzen Tag. Wer nicht gleich ein ganzes Glas schafft, der nimmt ein halbes Glas dafür einmal öfter. Versuchen Sie frühzeitig aufzuhören, also zum späten Nachmittag hin, damit Sie in der Nacht einfach auch ruhig schlafen können, nicht so oft auf die Toilette müssen, aber schon auch über den ganzen Tag die entsprechende Versorgung sicherstellen können. Das wäre natürlich an der Stelle nochmal wichtig, also darzulegen. Was auch ein häufiger Irrglaube ist, wenn man wenig trinkt, muss man nicht so oft auf die Toilette. Also auch wenn hier die Blase nicht gleich als allererstes mit in die Pyramide passt, aber so passt die Trinkmenge doch zur Blase. Und die Annahme, dass wenig Trinken wenig Toilettengänge oder übers Wasser lassen verursacht, dann ist es ein. Es ist eher etwas, was in die Irre, also was nicht korrekt ist. Die Niere produziert trotzdem eine Grundmenge an Urin. Und wenn sie eher mehr auch und die Blase ist bemüht, auch ihre Flüssigkeiten entsprechend zu erhalten, sodass hier der Mangel an Flüssigkeit eher dazu führt, dass sie häufiger auf die Toilette müssen, weil entgiftet werden muss, Entleerung stattfindet. Dass sie sich hier häufiger der Gefahr aussetzen, einen Harnwegsinfekt zu bekommen, dass hier natürlich auch was Trinkmengen per se machen, Müdigkeit und Schwäche aufgrund der Gesamtsituation, die sich im Körper darstellt, also als Flüssigkeitsmängel darstellt, zu rechnen haben, dass sich Verdauungsstörungen einstellen aufgrund der mangelnden Flüssigkeit. Also sie helfen weder der Blase noch dem Darm noch ihrer Aktivität noch einem Wohlbefinden. Also auch der Wirksamkeit von Medikamenten und ähnlichen Sachen sind sie damit nicht dienlich. Das bedeutet, Sie merken schon, wie lange ich aushole, was das Trinken anbelangt. Achten Sie bitte auf eine ausgewogene und gleichmäßig verteilte Trinkmenge. Nehmen Sie geeignete Getränke und sehen Sie das tatsächlich auch als Basis zu allem, was jetzt drüber kommt. Sie haben dann im nächsten Bereich, Sie sehen das hier,
Obst und Gemüse. Sie sehen hier den Gemüseanteil im Rollirad, Sie sehen hier den Obstanteil. Und wenn Sie jetzt genauer hinschauen und das vergleichen hier mit der Fußgängerpyramide, dann sind die Obstportionen gleichgesetzt. Sie haben hier natürlich drei Gemüseportionen im Vergleich zur Gemüseportion zusätzlich hier im Rollirad. Das liegt einfach daran, dass der Bedarf an Vitaminen, Ballaststoffen und Nährstoffen genauso hoch ist, als wenn sie nicht betroffen wären. Das heißt also, wenn die Kohlenhydrate im Grunde auch mit einer Portion weniger dargestellt sind, weil der Energiebedarf niedriger ist, so ist es aber beim Gemüse ebenso, dass eine gewisse Füllmenge erreicht wird, eine Verdaulichkeit aufgrund der hohen Ballaststoffmenge sichergestellt wird, Vitamine und Mineralstoffe einfach im höheren angeboten werden. Und das natürlich etwas ist, wenn Sie auch hier nochmal so den Anfang ganz kurz in Erinnerung haben, die Qualität, ne, im Sinne einer entsprechenden Nährstoffzufuhr höher angesiedelt ist als reine Quantität. Also nicht die Energie alleine über Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß entscheiden über Ihr Wohlbefinden, sondern eben auch ein gleichermaßen bzw. höherer Anteil an Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien, die sich natürlich über diese Bereiche hervorragend darstellen lassen. Deshalb gibt es eine Gemüseportion mehr. Und jetzt werden viele sagen, ach, ich schaffe ja kaum das zum Mittagessen oder den Salat. Und wenn Sie irgendwo im Lokal sind, kriegen Sie vielleicht einen großen Salatteller und können das aus irgendwelchen Gründen nicht in der Form und der Menge essen. Wenn ich auch den Smoothies gegenüber sehr kritisch darstelle, für alle, die Zähne haben und kauen können und nicht verstehe, warum man Zähne und Kauen dann nicht gut einsetzt und einen Smoothie wählt, so würde ich aber jedem, der mit dem Kauen und mit dem Schlucken ein Problem hat oder mit dem Fassungsvermögen des Magens oder auch Beschwerlichkeiten verspürt nach Verzehr, die Smoothies durchaus empfehlen. Es sind mittlerweile gute Anbieter auf dem Markt oder Sie machen das einfach selber. Dazu würde ich Ihnen eher noch raten, dann wissen Sie auch, was drin ist, die auf den zusätzlichen Anteil von Zucker verzichten, was hervorragend ist, und natürlich auch eine gute Mischung aus Gemüse und Obst anbieten. Das heißt, man kann hier Nüsse mit reinbringen, man kann Öle mit einbringen, man kann verschiedene und saisonal betonte Gemüseformen mit reinnehmen, sodass die Ballaststoffe in jedem Falle erhalten bleiben, die zerstören sie nicht durch Zerkleinerung. Und das natürlich, wenn sie es frisch zubereiten, auch eine entsprechend hohe Vitaminzufuhr gesichert ist. Getreideprodukte, das sagte ich schon, wenn, dann wäre es natürlich von hohem Vorteil, die ballaststoffreichen zu nehmen. Und da ist, Sie sehen es hier, in diesem Bereich ist das Müsli extra benannt. Im Grunde genommen, aber das ist natürlich muss man die Standards hier verändern, gehört das Müsli hier genauso rein. Es gibt also keinen Unterschied, warum ich für einen Fußgänger kein Müsli empfehlen sollte und für jemanden, der im Rollstuhl sitzt oder ausgeprägte Lähmungsbilder hat, alleine das Müsli ansetze. Das ist eines der hervorragendsten Speisen, muss man mal sagen. Das ist ja eine Mischung aus verschiedenen Ingredienzien, die Sättigung darstellen, die eine vernünftige Verdaulichkeit sicherstellen, die vitaminreich sind, ballaststoffreich sind, mineralstoffreich sind, wo die Portionsgröße tatsächlich auch angemessen ist, weil es einen hohen Sättigungsgrad hat und natürlich einen unglaublichen Beitrag für die Darmgesundheit leistet. Darauf komme ich im Folgenden gleich noch. Aber im Grunde würde ich eben ein Müsli morgens empfehlen, mit entsprechenden Saaten und Kernen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sehr individuell auch zu arbeiten. Das gleiche übrigens auch, das hatte ich gerade noch vergessen, ich empfehle gerne einmal am Tag eine Beerenobstportion, egal. Jetzt im Winter gibt es natürlich keine frischen Beeren, da können Sie die Tiefkühlvarianten nehmen. Im Sommer gibt es natürlich vielfältige Beeren und wer einen Garten hat, hat sich vielleicht auch welche eingefroren. Die Beeren sind auch Multitalente im Rahmen von Vitaminen, Ballaststoffen, Mineralstoffen. Also auch hier kann ich nur empfehlen, einmal am Tag eine Beerenportion mit einzusetzen. Das können Sie mit ins Smoothie geben, das können Sie natürlich auch ins Müsli geben. Also da ist Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zurück zu den Kohlenhydraten.
Auch hier gilt natürlich bei den Broten jeglicher Vorzug zu den Vollkornprodukten. Warum? Nicht, weil sie weniger Kalorien haben, das ist in aller Regel nicht so, aber weil natürlich der Wert durch den Erhalt der Ballaststoffe, durch den Erhalt von Mineralien, auch die sich primär in den Randschichten befinden, deutlich höher ist als in den Weißmehlen. Und da ist das Korn, die Kornart nicht das Entscheidende. Also weil viele sagen, ich nehme ja schon Dinkel statt Weizen. Da wechseln sie im Prinzip nur ein Getreide. Es ist dann schon wichtig, der Dinkel ist natürlich eins der ältesten Getreidearten. Es schmeckt auch etwas nussiger und besser. Aber auch hier gilt natürlich das Mehl im Ganzen, also das ist die Vollkornvariante des Dinkels. Wenn es nur der Mehlkörper ist, dann ist natürlich eine ähnliche Situation in der Ballaststoffarmut wie beim Weizen auch zu finden. Also auch hier schauen Sie einfach, dass es die ballaststoffreichen Formen sind und nicht, weil die Korngröße, also man nennt Vollkorn, darf sich nur etwas nennen, was tatsächlich auch zu 90 bis 99% aus Vollkornmehl hergestellt ist. Da ist die Korngröße nicht entscheidend. Es kann ein Weltmeisterbrötchen sein und hat lauter Kornmischungen auf dem Deckel drauf, sage ich mal. Und das Mehl ist im Grunde genommen ein Weißmehl. Das ist kein Vollkornbrötchen. Also im Grunde genommen immer auch fragen, ist es aus einem Vollkornmehl gebacken? Das spielt keine Rolle, ob es grob oder fein ist. Für viele sind feine Vollkornprodukte besser verträglich als die groben. Also insofern können Sie da auch ganz unterschiedlich wählen. Ne? Aber eben auch das Dunkle ist nicht entscheidend. Wenn man ein dunkles Brot nimmt, dunkel kann ich es durch Zuckerkulör kriegen, durch Karamellisierung bekommen, durch Malzucker bekommen. Das Dunkle ist auch nicht das Erkennungsmerkmal eines Vollkornproduktes. Ja. 4 Portionen, das braucht auch für den Fußgänger nicht so viel, es sei denn, er arbeitet körperlich sehr schwer oder ist im Leistungssport unterwegs oder ist noch sehr jung. Oder eben, wie gesagt, bei einem hohen Anteil von Spastik, dass man da einfach eine Portion mehr einplant. Ansonsten reichen im Grunde genommen 4 Portionen, wobei eine Portion eben auch eine Handfläche. Da steht also, eine Handfläche ist eine Scheibe Brot zum Beispiel, eine Portion, während ein Brötchen, die sind heute etwas größer geraten, die wiegen heute schon 80 Gramm, wir haben noch vor einigen Jahren 45 Gramm gewogen, das sind dann schon 2 Portionen. Man hat bei Kartoffeln, Reis und Nudeln eine Faust groß und bei Haferflocken und loser Ware eher diese Handvoll. Dann haben Sie so eine kleine Vorstellung, was Portionsgrößen sind. Im nächsten sind es die Eiweiße, die gleichermaßen für alle wichtig sind, aber eben auch für Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, von besonderer Bedeutung sind, weil das Eiweiß natürlich sich um den Erhalt der Muskulatur oder der Strukturzellen kümmert als Baustoff und der Baustoff, deshalb auch die Wichtigkeit der Energieversorgung, der Baustoff sollte tatsächlich für den Erhalt, für den Aufbau, für die Erneuerung verbleiben und nicht für die Energieversorgung gewählt werden. Deswegen ist die Fraktionierung und die Funktionssortierung so wichtig, dass jeder Nährstoff seiner Funktion zugeführt werden kann. Es ist tatsächlich eine Portion mehr auch vorgesehen, was von großem Vorteil ist, sind Sauermilchprodukte. Es sind nicht unbedingt nur die Milchprodukte, es sind 3 Portionen Milch und Käse und Pudding da mit zum Einsatz kommen. Ich muss immer wieder betonen, Qualität vor Quantität. Das bedeutet, es sollten schon Sauermilchprodukte naturbelassen ihren Einsatz finden. Die kann man sich entsprechend zubereiten, sodass hier auch eine qualitative Aufwertung der Eiweißzufuhr gegeben ist. Beim Fleisch und beim Fisch ist es so, natürlich sind es hochwertige Eiweißträger, sie sind uns ähnlich, sie gehören mit dazu, aber wir brauchen eben keine ganzen Tiere. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die Portion, die dort in beiden, im Rollirad oder in der Fußgängerpyramide mit einem Handteller voll definiert ist, dann wird es den Fleisch also immer ganz tief treffen und sagen, ja, was soll denn davon satt werden? Aber im Grunde bestimmt die Sättigung eben das Volumen einer Mahlzeit. Über die Fette wird viel diskutiert. Die Butter ist natürlich, das Öl ist in aller Munde. Es ist beides möglich. Natürlich ist es so, dass flüssig vor fest geht. Das heißt, die Qualität eines Fettes bestimmt immer auch die
die Konsistenz und Öle sind hochwertiger als die Butter. Auch ein Öl ist ein Naturprodukt. Es wird durch Pressen von Ölsaaten gewonnen. Und hier empfehle ich ganz klar auch Rapsöl, Olivenöl, Nussöle für den Einsatz, für die Zubereitung von Speisen. Wenn man sich natürlich fragt, was machen wir jetzt mit der Butter? Auch die Butter hat ihre Berechtigung. Auch die Butter ist ein Vitaminträger, gar keine Frage. Aber wenn wir eben auch Milchprodukte aus dem tierischen Bereich nehmen, dann haben wir natürlich auch Fette aus dem tierischen Bereich mit dabei. Und deshalb nimmt die Butter, obwohl sie wertvoll ist und naturbelassen ist, einen kleineren Stellenwert ein als das Öl. Also da einfach nochmal in der im Vergleich verbleiben, wie viel tierische Lebensmittel habe ich dabei, wie viel fettreiche Lebensmittel sind aus dem tierischen Bereich dabei, und wie viel Platz kann ich der Butter einräumen. Es darf aber nicht so viel Platz einnehmen, dass es nichts mehr fürs Öl übrig bleibt. Das wäre natürlich dann eine sehr suboptimale Fraktionierung. Und Sie sehen da oben und auch hier im Rollirad, hier ist es, ein kleiner Keil für Knabbereien und Süßwaren. Im Grunde genommen, wenn Sie es nicht dabei haben, wird dem Körper nichts passieren. Er hat weder einen Mangel noch hat er einen Nachholbedarf, noch muss man es in irgendeiner Weise kompensieren. Es ist der Teil Genuss, es ist der Teil Freude, die man empfindet, es ist der Teil, wir wissen einfach, wie Süßigkeiten oder auch mal ein Glas Wein schmeckt, je nachdem, wo jeder seine Favoriten und Freude hat. Wenn es bei dieser einen Portion verbleibt, nimmt es nicht den Platz der Lebensmittelgruppen ein, die tatsächlich einen Versorgungsauftrag, die einen Leistungsauftrag haben, einen Funktionsauftrag haben, sondern verbleibt eher dem Genuss, der Freude und auch das gehört zur Lebensqualität dazu. Also insofern, wenn ich es jetzt auf den Punkt bringe, dann ist das auch nicht viel, dann ist es quasi eine geschlossene Handvoll. Und wenn es Alkohol ist, dann sind es 100 Milliliter Wein, über die wir da reden, über 200 Milliliter Bier. Ja. Das kann man sich jetzt auch nicht aufsparen. Ich kann nicht sagen, ich trinke jetzt mal 14 Tage nicht und dann gehe ich ordentlich feiern. Da tut man der Leber keinen Gefallen und auch dem System nicht wirklich. Aber es gibt genussorientiertes Essen und Trinken gibt es durchaus. Und auch die Freude hat einen großen Stellenwert auch im Systembereich. Sie sehen hier an diesen Seiten, na, ist die Bewegung, ist der Sport, ist die Entspannung und der ausreichende Schlaf mit berücksichtigt worden. Also insofern ausgewogen, Ballaststoff, Vitamin und eiweißreich. Richtig und falsch, gesund oder ungesund, das sind immer die großen Fragen. Letzten Endes gibt es kein Lebensmittel, was ungesund ist, es sei denn, es ist verdorben oder giftig. Also ein Fliegenpilz wäre tatsächlich sehr ungesund. Und ein Kilo Petersilie zu essen, könnte man als richtig benennen, aber eigentlich auch unsinnig, weil es nichts Speicherbares da drin gibt. Also insofern ist das Maß und die Häufigkeit aller Dinge, die zwischen dem Nutzen und einer Problemlast entscheiden. Und nicht jeder muss sich mit seiner Schokolade verstecken, wenn ein Ernährungsberater um die Ecke kommt. Es ist nur die Frage, ist die Schokolade einfach in der Fraktionierung überwiegend und es ist die Hauptmahlzeit. Und was will ich erreichen und habe ich mit irgendwelchen Sorgen zu kämpfen? Und dann ist es vielleicht gut, die beiden treffen sich dann. Das hatte ich schon gesagt, insofern kann ich hier etwas schneller durchgehen. Auch die Folie, die natürlich jetzt so reich beschrieben ist. Worauf ich natürlich nochmal hinweisen möchte, ist eine sogenannte gastrokolische Antwort. Das heißt, auch hier kann man einen Stuhlgang schon auch unterstützen, wenn ein heißes oder ein Kaltgetränk 30 Minuten vor geplanter oder gewohnter Darmentleerung eingenommen wird. Das geht vielen so, die ihren Kaffee trinken und können danach ganz regulär auf die Toilette gehen. Das kann auch das Wasser sein, das kann der Tee sein, das kann stark verdünnte Säfte sein. Das heißt also, nicht nur der Flüssigkeitsbedarf kann gedeckt werden, sondern eben auch ein Reiz hinsichtlich der Darmentleerung gesetzt werden. Ausscheidungsmenge sind 1,5 Liter pro Tag. Auch hier geht der Arbeitskreis Urologie ganz klar darauf ein, ne, dass es hier bitte keine Unterschreitung geben sollte. Und auch hier berücksichtigend gilt natürlich ähnlich wie mit dem Energiebedarf, Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht und auch die körperliche Aktivität.
sobald sie in die Multimedikation kommen. Und eine Multimedikation fängt bei 5 Medikamenten aufwärts an. Da sind sie schon bei größeren Medikamentenmengen. Begleiterkrankungen oder auch wenn sie Ballaststoffe essen, die einen Quellwert haben, sollte natürlich die Trinkmenge in jedem Falle Berücksichtigung finden. Und wenn die zu niedrig ist, dann kann es manchmal eher Schwierigkeiten machen, als dass sie einen Nutzen erreichen. Immer dann, wenn Sie Fieber haben, Infekte, Erbrechen, Diarrhöen oder starkes Schwitzen. Diarrhöen sind Durchfälle. Auch hier braucht es ein Plus. Kommen Sie mit den 1,5 Litern häufig nicht hin. Wir merken das bei unseren Patienten, die bei hohen Temperaturen einfach ein Defizit aufweisen und dann eben auch instabiler werden, Kreislauf instabil werden, plötzlich eine Verstopfung kriegen, wo vorher alles in Ordnung ist. Also hier bitte ich Sie, ganz klar auch nochmal darauf zu achten. Und bei Bedarf tatsächlich nicht das Natriumarme, wie man immer so im Hinterkopf hat und sagt, ah, alles was salzarm ist, ist gut. Nein, in dem Falle, wenn Sie Flüssigkeit, hohe Flüssigkeitsmengen verlieren, verlieren Sie automatisch auch Mineralsalze. Und dann ist es manchmal sinnvoller, etwas Salzreiches oder mindestens Salznormales mit dabei zu haben. Und das kann man eben auch für die Mineralwässer mit einplanen. Hier ist nochmal das Eiweiß mit benannt, also auch die Sauermilchprodukte hier auch nochmal mit benannt und natürlich auch die kleinen Portionen an Fleisch. Eine österreichische Kollegin sagte zu mir, was ihr mal die Wurst extra noch benennen müsst hier in Deutschland, das ist doch Fleisch. Also im Grunde genommen sagt man Fleisch und Wurstwaren, es ist im Grunde genommen mitzurechnen. Also wenn hier steht 300 bis 500 Gramm für dreimal die Woche, dann reden wir von 100 Gramm dann für den jeweiligen Tag und da ist die Wurst mit einzubeziehen. Also wenn ich dann normale Schnittmengen von 30 Gramm pro Scheibe habe, dann sind 3 Scheiben auch knapp 100 Gramm. Also drei Scheiben Wurst auch knapp 100 Gramm. Also insofern ist es natürlich tatsächlich auch dem Bedarf zugrunde gelegt. Die Eier dürfen dabei sein, auch die sind natürlich rehabilitiert, die wurden immer im Rahmen von erhöhten Cholesterin benannt. Es reichen aber auch insgesamt 3 Eier. Also ist mal die Frage, was braucht der Mensch, was will der Mensch, ab wann gibt es einen Schaden? Das sind immer sehr, sehr voneinander getrennte Diskussionen, die dort geführt sind. Wenn ein Bedarf definiert wird, dann sagen wir mal, es reichen dann auch 2, maximal 3 Eier pro Woche. Wofür brauche ich den Rest? Der Rest ist immer etwas, was in die Speicher einfach auch eingelagert wird. Und das ist natürlich auch beim Fisch, das schaffen viele nicht, 2-mal pro Woche Fisch, das kann ein fettreicher Fisch sein aufgrund der Omega-3-Fettsäuren, die hier im Besonderen zu benennen sind. Es ist eine Jodversorgung, die damit sichergestellt werden kann, da gehen auch die fettarmen Fische gut. Hier wird es häufig nicht geschafft, 2-mal in der Woche Fisch zu essen. Es gilt dann auch nicht, ein Glas Rollmops plötzlich auszuessen, weil auch hier an Portionen es einfach zu viel wäre, um das irgendwie anders hinzukriegen. Also auch hier gilt die Gleichmäßigkeit und die grundsätzliche Versorgung. Ne? Man kann Fisch anstelle von Fleisch noch mit einsetzen, aber vielleicht auch mal 1, 2 vegetarische Gerichte unter der Woche mit einplanen. Hier ist nochmal eine Übersicht zu den entsprechenden Fetten, ne? Fettsäuren durch Öle, Nüsse und Samen, also auch hier die Nüsse. Ich sag mal, die Walnüsse sind nicht umsonst oder haben nicht umsonst die Form eines Gehirns, das ist eine schlaue Überlegung der Natur. Da gibt es sicherlich Botschaften, die wir nicht immer gleich entkodieren, aber im Grunde genommen sehr zu empfehlen. Hier sind die Salz, hier ist eine Salzempfehlung nochmal mit benannt. Häufig eben auch, wenn man, das wird man in Krankenhäusern häufig feststellen, dass der Salzgehalt zu niedrig ist. Das findet man häufig im neurologischen Bereich. Deshalb eher das Mindestmaß benannt. Es kann aber eben auch ein Mehrbedarf sein. Der Durchschnitt liegt bei 12 Gramm pro Tag. Wir sind also nicht im Mangelbereich zu sehen. Also wenn Sie heute Abend oder am Tag XY Butter und 4 Salz drauf machen, weil Sie denken, Sie haben einen Salzmangel, das ist in aller Regel nicht der Fall. Wir essen ausreichend viel Salz. Aber das ist in besonderen Situationen, wenn Krankheit eine Rolle spielt, also eine Begleiterkrankung eine Rolle spielt, dass dann durchaus der Salzgehalt nochmal ein Thema werden kann. Getreide, Erzeugnisse, auch hier ganz klar dem Müsli den Vorrang gewähren.
Wenn es allerdings Beschwerden der Darmfunktion gibt, dann muss man natürlich gucken, welche Art von Vollkornprodukt kann durchaus eine Rolle spielen. Wer vorher überhaupt keine Ballaststoffe hat und dann sagt, also das größte und das meiste Korn ist jetzt die Maßgabe, der kann natürlich erstmal auch Beschwerden haben, wenn der Darm nicht gewohnt ist, entsprechende Vollkornprodukte zu bekommen. Also auch hier gibt es dann Übergänge und auch Empfehlungen dafür. Gemüse und Obst, auch da sagte ich, das ist im Prinzip hier nur noch mal eine Zusammenfassung. Worauf ich hinweisen möchte, ist hier grob und faserreich, wenn Sie Beschwerden haben. Das heißt, es lässt sich natürlich nicht so einfach zerkleinern, es lässt sich enzymatisch nicht spalten. Und insofern muss man gucken, wer Beschwerden hat oder Erkrankungen eine Rolle spielen, die Bettliegerigkeit besteht oder individuelle Unverträglichkeiten gegeben sind. Da sollte es nochmal ein Überdenken einzelner Sorten, wie zum Beispiel Pilze, Kohl, Lauch. Da wissen Sie, dass es Unverträglichkeiten verursachen kann, dass das nicht unnötig noch zur Situation, zur Verstärkung der Situation beiträgt. Auch beim Obst würde ich gerne noch einen Zusatz geben. Dem Obst, Obstsäfte insgesamt sind in aller Regel nur verdünnt zu empfehlen oder eben als eine Portion morgens, wenn Sie das gewöhnt sind. Ansonsten können Sie natürlich auch Beschwerden verursachen, weil der Fruchtzucker dort drin in einer Größenordnung dann auftaucht, wie wir den Fruchtzucker nicht ins Blut abgeben können und natürlich in der Verdauung eine Rolle spielt, und zwar als ein Zucker, der im Dickdarm landet. Dazu komme ich gleich. Wenn es aber im Rahmen eines Durchfalls oder einer Antibiotikatherapie zu viel Säfte gibt, zu viel Obst gibt, dann kann es natürlich im Grunde den Durchfall, der besteht, noch verstärken, weil eben der Zucker nicht in der Vollständigkeit über den Darm ins Blut geht und dann zu einem weiteren Transfer in den Dickdarm gelangt und da natürlich osmotische Wirkungen verursacht. Das heißt, es wird Wasser hinterhergezogen, was die Durchfallsituation noch verstärken kann. Ne? Oder auch Schmerzen im Oberbauch verstärken kann, Blähungen verstärken kann. Also hier ist man eher etwas sparsamer im Verzehr von Obst und Gemüse. Von Obst und Gemüse insgesamt, aber Obst primär eben auch bei den Durchfällen. Das Gleiche gilt natürlich, wer Gewicht halten möchte, wer Gewicht abnehmen möchte. Zucker ist Zucker. Es gibt keinen unnatürlichen Zucker. Es wird immer gesagt, das ist der natürliche Zucker und da wäre ja nur der Fruchtzucker drin. Der Fruchtzucker führt in großen Mengen eben auch zu einer veränderten Nutzung. Das geht über die Leber, kann schneller auch zu Fett umgesetzt werden, hat eine geringere Sättigung als der Traubenzucker. Also insofern kann man hier natürlich auch nochmal das Ganze weiterführen. Ich will es kurz fassen, hier an der Stelle, der Fruchtzuckeranteil sollte natürlich seine Beachtung finden und ist nicht immer der Vorteil, nur weil man vermeintlich meint, es kommt ja aus dem Obst und da ist alles gesund. Ballaststoffe, das sagte ich im Rahmen schon von der Auswahl von Vollkornprodukten, Obst, Gemüse und natürlich auch die Empfehlung explizit an Müsli. Es ist eine schrittweise Anpassung erforderlich, wenn vorher nichts gegessen wurde oder wenn es einen Übergang gibt aus dem geringen Anteil in eine höhere Anteiligkeit. Wir müssen den Darm ein Stück weit vorbereiten und müssen gucken, wie viel Verträglichkeit und Darmfunktion ist den verzehrten Ballaststoffen gegeben. Dürfen auf gar keinen Fall die Flüssigkeitszufuhr von wenigstens 2 Litern unterschreiten. Das ist wichtig, weil Ballaststoffe natürlich einen Quellwert haben. Sie müssen transportiert werden und was natürlich gegenteilig eben bei mangelnden Flüssigkeitselementen oder Mengen dann eher zu Beschwerden führen kann. Ne? Wir müssen mal gucken, wie der Einsatz von Ballaststoffen in der Zielsetzung gegeben ist. Und man bespricht im ersten Lebensmittel, die einen hohen Anteil an Ballaststoffen haben. Und man kann Ballaststoffe nochmal isoliert dazugeben. Das sind die löslichen. Im Grunde genommen, löslich bedeutet, sie sind bakteriell zerlegbar, zersetzbar. Sie erweichen, sie modulieren und sie schützen. Das ist im Prinzip so eine grobe Zusammenfassung der Quellstoff- und Gelbildner, die darunter fallen.
Unlösliche Ballaststoffe sind bakteriell eben nicht zersetzbar. Sie sind eher als Füllstoffe zu bezeichnen. Sie haben ein viel höheres Wasserbindungsvermögen, als es über die Quellstoffe funktioniert. Aber sie entscheiden über den Transport. Den können Sie durchaus beschleunigen. Sie können mobilisierend wirken. Und in der einfachen Zusammenfassung wäre das 50% aus Vollkornprodukten, 50% der benannten Ballaststoffe finden Sie in Obst und Gemüse. Das heißt, die Pyramide, das Rollirad, ist natürlich dem ausgerichtet und erfüllt alle Kriterien, die dafür erforderlich sind. Ballaststoffe gelten als unverdaulich. Unverdaulich deshalb, weil sie enzymatisch nicht gespalten werden können. Das ist der Begriff, der in unverdaulich hinterlegt wird. Das heißt nicht, dass sie nicht zersetzbar sind. Es gilt aber dann eben nur für die löslichen Ballaststoffe. Man hat hier, Sie haben hier eine Übersicht über über die Menge der Ballaststoffe. 10 Gramm entsprechen ungefähr einem gehäuften Esslöffel. Und Sie sehen natürlich, dass die indischen Flohsamenschalen einen hohen Gehalt an Ballaststoffen haben, noch vor Leinsamen. Und wenn man dann sagt, was machen die Chiasamen und der Leinsamen im Vergleich, dann ist der klassische Leinsamen immer noch eine Nasenspitze den modernen Chiasamen voraus. Wenn Sie, das ist eine Entscheidung, wo man sagt, es ist vielleicht angenehmer fürs Brotbacken oder Sie bringen beides zusammen oder Sie haben da Ihre Vorlieben im Chiasamen entdeckt und nicht im Leinsamen. In der Wirkung nehmen sich beide nichts, es sind beides. Gute Gelbildner können also durchaus unterstützen und ob das jetzt geschroteter Leinsamen ist oder ganzer Leinsamen, entscheiden manchmal auch entscheidet manchmal auch der Zahnstatus. Für Prothesenträger sind die ganzen Leinsamen manchmal etwas kritischer, weil sich die Körner dann unter die Prothesen schieben. Ansonsten ist es in der Wirkung eher unerheblich, was die Wirkung, also was den Effekt anbelangt. Auch hier steht wieder 2 Liter Flüssigkeit beachten. Auch hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was ich aber herausstellen möchte, dass lösliche Ballaststoffe durchaus auch sogenannte Präbiotika darstellen. Den Begriff finden wir gleich nochmal. Sie binden das Wasser bereits, indem sie es aufnehmen. Das bedeutet, wenn Sie Ballaststoffe wie zum Beispiel auch Flohsamenschalen einnehmen, nehmen Sie es bitte niemals trocken ein. Die Flohsamenschalen sind zu allen Lebensmitteln, Sie haben es zu allen Quellstoffen, die benannt wurden. Sie haben es gerade eben im Gehalt der Ballaststoffe gesehen, eines der höchsten Bindungsballaststoffe. Wenn Sie das also trocken einnehmen würden, wie Brausepulver in den Mund, verbindet sich das sofort mit den entsprechenden Flüssigkeiten und Sie haben ein großes Problem. Das bedeutet für die Einnahme, dass es sachgerecht eingenommen wird, dass es in Wasser eingerührt wird, dort quellen kann, weil es letzten Endes dann natürlich auch weiter oder von oben an in den Magen eine entsprechende Bindungsfähigkeit hat und da eben auch darauf geachtet werden muss. Es kommt zu einer verzögerten Magenentleerung. Nehmen Sie bitte also niemals Ballaststoffe mit Medikamenten zusammen ein. Da sollte mindestens eine halbe bis eine Stunde dazwischen liegen. Es gibt eine verlängerte Passagezeit. Deswegen werden lösliche Ballaststoffe wie Flohsamenschalen, Apfelpektin oder langsam gerne auch für die Behandlung von Durchfällen eingesetzt. Allerdings sind sie eben auch aufgrund der Quellfähigkeit gute Maßnahmen, um Stuhl auch weich zu halten. Also sowohl das eine als auch das andere. Der Vorteil der löslichen Ballaststoffe ist tatsächlich im bakteriellen Abbau von kurzkettigen oder zu kurzkettigen Fettsäuren im Dickdarm zu sehen. Das ist im Prinzip ein Nährsubstrat für Bakterien, die da natürlich dann die Schleimhautzellen versorgen, einen sauren pH im Kolon, also im Dickdarm, erzeugen können und dieser saure pH schützt vor pathogenen Keimen. Das ist die Darmgesundheit, von der häufig auch gesprochen wird. Also je mehr kurzkettige Fettsäuren wie zum Beispiel Butyrat und Propionat oder Acetat auch gebildet wird aus den löslichen Ballaststoffen, aus den nicht verdaulichen Stoffen heraus, desto gesünder ist es natürlich dann auch oder besser ist es in der Darmflora, je mehr kann sie davon profitieren. Die Bakterienmasse nimmt zu, und zwar die der guten Bakterien. Das Stuhlvolumen erhöht sich, der Stuhltransfer verkürzt sich mit einer entsprechenden Gleitfähigkeit, unterstützenden Gleitfähigkeit.
Es gibt eine langsame und gleichmäßige Kohlenhydratabsorption, eine Bindung von Gallensäuren. Das macht den ganzen Stuhl auch etwas milder und es werden Toxine und Schwermetalle auch adsorbiert. Nicht löslich, sagte ich schon. Also Sie kriegen nicht das eine und das andere extra in der Kombination. Aber hier gibt es eine hohe Wasserbindung im Dickdarm, eine stärkere Vergrößerung des Stuhlvolumens. Es ist kein Abbau kein bakterieller Abbau im Kolon gegeben. Es findet aber eine Transferbeschleunigung statt, aber ohne Gleitfähigkeit, weil es keine Gelbildner sind. Und es sind natürlich dann wenig Meteorismen zu erwarten, weil es keine bakterielle Zersetzung gibt. Also neben den kurzkettigen Fettsäuren wird natürlich auch Gas produziert, wenn Bakterien zugange sind. Worauf man ein bisschen achten muss, ist natürlich, wenn es chronisch entzündlich ist, wenn Schübe einhergehen, wenn es blutige Begleitproblematiken gibt, Verengungen oder Tumore oder eine unkontrollierte Stuhlinkontinenz gegeben ist, dann müssen Ballaststoffe insgesamt nochmal gesondert betrachtet werden. Nicht, weil sie weggehen, sondern weil man dann guckt, wie ist die Fraktionierung des einen oder anderen und wer kann dann stärkeren Nutzen verursachen. Hier nochmal in der Zusammenfassung, worauf ich hinweisen möchte, ist, wenn es dann Probleme gibt, dann sind sie meistens ab der linken Flexur zu sehen. Hier findet primär die Zersetzung des Speisepreis statt, die Bakterienaktivität statt. Hier hat man in aller Regel dann eben auch Störungen, wenn es hier zu Verstopfungen kommt, aber der Großteil des Stuhls wird hier eingedeckt, in diesem Bereich hier. Ne? Und hier können natürlich auch, wenn die Darmflora verschoben ist, wenn der Transfer nicht gut ist, Verschiebungen, Meteorismen entsprechend wahrgenommen werden oder eben auch entstehen. So kann das aussehen, im Prinzip gar nicht so schwer. Dann sagt man auch 30 Gramm Ballaststoffe, wie schaffen wir das? Im Grunde genommen mit 2 Scheiben Vollkornbrot, 1 Portion Müsli, 3 Kartoffeln, Spargel gibt es jetzt nicht mehr, jetzt gibt es entsprechend andere Gemüse zum Herbst hin, Paprika, Erdbeeren, da würde ich eher die Beeren im Tiefkühlbereich vielleicht auch nochmal nehmen, Birnen und Walnüsse und sie sind ruckzuck bei 30 Gramm. Das geht also im Grunde genommen ganz schnell und so viel muss man dazu nicht essen. Wie gesagt, wahlweise immer auch der Gemüsesmoothie dabei. Sie sehen hier in der Anordnung auch der entsprechenden Nährstoffgruppen, dass Gemüse immer den größten Teil mit einnimmt im Vergleich zu den Sättigungsbeilagen oder den Kohlenhydraten und den Eiweißen. Genussmittel, das ist das A und O, und das kann man nicht oft genug sagen. Langsam essen, gut kauen. Schaffen Sie eine angenehme und ruhige Essatmosphäre. Versuchen Sie, die Portionen moderat zu halten. Hören Sie auf, wenn Sie merken, Sie sind satt. Sobald Sie tief Luft holen müssen, sobald Sie sagen, uff, ja, und es ist eine Belastung zu spüren, ist die Portion zu groß gewesen. Alles, was danach kommt, ist natürlich auch entsprechend erschwert, führt natürlich zu einem verlängerten Transfer und möglicherweise zu einer Verstärkung bereits bestehender Beschwerdebilder. Leichte und schonende Zubereitung der Speisen, arbeiten Sie viel mit Kräutern, arbeiten Sie viel mit Gewürzen, nicht so sehr mit Salz. Das Salz ist nicht das Gewürz, was da hinterlegt ist, sondern wirklich auch mit verdauungsanregenden Kombinationen, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Spät und opulent, das ist natürlich nichts, wenn Sie dann liegen und Sie haben natürlich da noch eine große Menge an gebratenem Fleisch gegessen und da noch eine große Menge an Kartoffeln dazu und Sie liegen dann, was soll da passieren? Da sind Sie dann schon deutlich über die 8 Stunden drüber, das kriegen Sie über die Nacht gar nicht zu Ende verdaut und insofern gilt es eher ein frühes Abendbrot, ein leichtes Abendbrot, um dann einfach auch eine vernünftige Schlafqualität in der Nacht sicherzustellen. Also wer schon mal dann den schweren griechischen Gericht oder andere großopulente Speisen abends hatte, der merkt auch, dass die Herzfrequenz höher ist, eine Unruhe zunimmt, dass Beschwerdebilder zunehmen. Also
Das ist nicht von ohne. Natürlich kann man auch mal Alkohol trinken, ob es ein Wein ist oder ein Bier ist, aber bei 1 bis 2 Gläsern ist der Genusswert bereits erreicht. Und auch Süßwarenknabbereien, Gebäck, eine Handvoll am Tag, das sagte ich bereits. Das Mikrobiom und die Darmgesundheit ist natürlich etwas, das ist in aller Munde. Das ist gerade ein Feld, was eröffnet, vor einigen Jahren eröffnet wurde, was hochspannend ist, was natürlich viele auch schon viel, viel früher zum Thema gemacht haben und gesagt haben, der Darm ist die Mitte, der Darm ist das Immunsystem. Vom Darm ausgehend sind natürlich viele Erkrankungen auch getriggert. Sie sind nicht immer ausgehend. Der Darm, das zweite Gehirn, das Emotionszentrum. Also da wird ganz viel darum geforscht. Wir wissen noch nicht alles und ob wir jemals alles wissen, das bezweifle ich. Der Darm lässt sich nicht ganz in die Karten gucken. Aber wir wissen heute, dass es im Prinzip schon auch so ist, wie die Darmflora beschaffen ist, wie Immunsystem definiert ist, wie dass das metabolische Potenzial, also eben auch das Gewicht definiert ist. Wir wissen, dass chronische Erkrankungen wie auch Parkinson eine Rolle spielen können, was letzten Endes über den Darm definiert wird. Und Sie haben, wenn man das Mikrobiom als Begrifflichkeit sieht, erstmal nur die Gesamtheit aller Bakterienstämme. Die können sich auf der Haut befinden, die können sich in den Schleimhäuten befinden und die können sich natürlich auch in einer großen Vielzahl im Darm befinden. Da muss man mal sagen, die bakterielle Darmgesundheit braucht es, weil es notwendig ist für das zentrale und enterische Nervensystem. Es geht um die Produktion und Expression und auch dem Turnover von Neurotransmittern und des neurotrophen Faktors. Das bedeutet also, es geht um den Schutz von Nervenzellen. Es geht um das Überleben der Nervenzellen. Es geht um die Bildung von Nervenzellen und Neurotransmittern, also auch deren Innovation dadurch. Es geht um den Schutz einer intestinalen Barriere. Das heißt, dieses Leaky-Gut-Syndrom ist natürlich die Durchlässigkeit für pathogene Keime, für Dinge, die natürlich dann in der Chronifizierung Erkrankungen verursachen können. Und eine gute intestinale Barriere schützt natürlich auch entsprechend und führt zu einem starken Immunsystem. Es geht um die Immunregulation auch der Mucosa. Also da hat man ganz viel auf diesem Bereich. Man hat schützende, also vorbeugende Funktionen, die pathogenen Keime, ich sagte es bereits, da hat Ernährung ganz viel damit zu tun, einen pH-Wert im Dickdarm zu erzeugen, was natürlich dann diese Protektion und diesen Schutz auch der Darmschleimhaut sicherstellt. Die Produktion antimikrobieller Faktoren, der Milchsäure, ne? Das sind Lactobacillen, sind Milchsäurekulturen, die da entsprechend auch immer wieder als Präparat angeboten werden. Das findet sich natürlich im eigenen strukturell, ne? Das IGA, die Induktion von IGA, die Erhöhung der Barrierefunktionen, die Synthese von Vitaminen, also auch das darf man nicht unterschätzen. Das ist die Verstoffwechselung von nicht fermentiert oder fermentativ spaltbaren Produkten. Es hat einen adsorptiven Wert. Ne? Es hat einen Wert, kanzerogene Stoffe eben auch zu binden und auch mit in die Ausscheidung zu bringen. Also im Grunde genommen ist es etwas, was durch die Bildung einen Schutz darstellt. Oder auch durch das Entsorgen einen Schutz darstellt. Escherichia coli. Wir haben ganz viele Bakterien. Das ist so ein Darmkeim, ne? So ein Darmbakterium, stellt aber Vitamin K her. Lactobacillen, ne? Das wird in Milchsäure umgewandelt und hat natürlich dann einen Einfluss auf pathogene Keime. Hier sind einige Bifidobakterien. Ne? Das wirkt antidiuretisch. Das hat was mit der Stuhlflora zu tun. Streptokokken, Enterokokken, sie bilden Laktat und haben einen höheren Vitaminbedarf als der Mensch eben auch. Ja, also Laktat ist eben auch Milchsäure und auch hier kommt es zu einem
zu einem Eingriff ins Gleichgewicht. Das muss man eben auch so benennen. So, Probiotika. Ich hatte vorhin den Begriff Präbiotika benannt. Das ist das Futter für die Bakterien. Probiotika sind die Bakterien. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Lebensmittel, die als probiotisches Lebensmittel ausgelobt werden. Die sind natürlich Bakterien angereichert. In aller Regel handelt es sich um Lactobacillen und Bifidobakterien. Das ist für den täglichen Verzehr sicherlich eine Option. Da reicht aber auch ein Naturjoghurt, da reicht Naturquark entsprechend angereichert. Dazu muss man jetzt nicht teure und häufig überzuckerte Produkte wählen. Wenn ich ein Probiotika nutzen möchte, und das steht hier als Einsatz eines medizinischen Präparates, dann ist das mit einer entsprechenden Höhe versehen. Man sagt immer, diese Stämme sollten mindestens einen 10 hoch 9 erfüllen, dass es einen therapeutischen Effekt überhaupt hat. Über einen bestimmten Zeitraum, über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Es sind keine Kopfschmerztabletten, die da gekauft werden, sondern es braucht natürlich für den Aufbau einer geschädigten oder zerstörten Darmflora schon auch eine gewisse Zeit. Das können Infektionen sein, das können Antibiosen sein, das können chronische Durchfälle sein, die da Schaden verursachen können und dann, dass da diese Präparate einfach erforderlich sind. Was kann ich machen? Kann man Darmgesundheit essen? Natürlich, alles, was ich schon gesagt habe, abwechslungsreich, ballaststoffreich. 2 Portionen naturbelassene Sauermilchprodukte pro Tag, der bevorzugte Einsatz von Ölen, die schonende Zubereitung von Speisen, der Einsatz von Kräutern, wenig Fleisch und Fleischerzeugnisse, sparsamer Verzehr von Zucker und Alkohol. Achten Sie auf Schlaf, Entspannung und Bewegung. Das hat was mit Darmgesundheit zu tun, und zwar sehr viel. Hektik und Stress schädigen den Darm. Eine geregelte Darmentleerung ist wichtig. Also auch wenn immer wieder eine Verstopfung vorgängig ist, wenn immer wieder auch Fäulnisbakterien, zu lange Kontakt an der Darmwand von altem Stuhl gegeben ist, dann hat das natürlich auch einen schädigen oder einen Einfluss, der eine Imbalance verursachen kann. Und durchaus bei chronischen Erkrankungen bin ich jemand, der da auch Vitamin-D-Supplement oder eine Vitamin-D-Substitution durchaus empfiehlt und auch für sinnvoll erachtet. Was ist möglich? Täglich wenigstens 30 bis 60 Minuten, alles im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, und versuchen Sie, 6 bis 7 Stunden Nachtschlaf zu haben. Das ist etwas, da wird kein Unterschied gemacht, ob eine chronische Erkrankung vorliegt, ob ein Schmerzsyndrom vorliegt oder ob es ein Fußgänger ist, der keine weiteren Beeinträchtigungen hat. Das Grundbedürfnis an Schlaf und die Grundmenge an Schlaf, die haben wir in aller Regel alle gleich, genauso wie in der Ernährung auch den Vitamin- und Ballaststoffstatus. Da gibt es keine Unterschiede. Das ist im Prinzip etwas, woran man arbeiten muss, wenn es nicht funktioniert, wenn Schlafstörungen vorliegen, dass Sie bitte dort nochmal den Kontakt zum Arzt aufnehmen. Entspannung, ob das Yoga, autogenes Training, eine progressive Muskelentspannung ist oder ein Powernapping. Lassen Sie sich beraten, probieren Sie sich aus. Aber es sollte möglich sein, dass hier ein Abbau an Stress, ein Abbau an Stressfaktoren schon auch gegeben ist. Es fördert, unterhält die Muskulatur, es unterstützt eine geregelte Verdauung und letztendlich auch Unruhe und Stress können damit sehr wirkungsvoll angegangen werden. Bewegung als Therapie, da möchte ich trotzdem immer noch mal was dazu sagen. Der Muskelabbau ist ein Problem. Das ist nicht nur, ich kann nicht nur Eiweiß essen und mich nicht bewegen. Letzten Endes wird die Eiweißnutzung in der Kombination mit anderen Nährstoffen wie auch den Vitaminen, wie auch einer ausreichenden Energieversorgung immer auch dem Muskelabbau entgegenwirken, aber es funktioniert natürlich nicht, wenn man sich nicht bewegt. Es reguliert natürlich auch Gewicht und Stoffwechsel, es verbessert die Darmfunktion und das Abführregularium, es verbessert die Durchblutung. Das brauchen Sie einfach auch hinsichtlich einer aktiven Dekubitusprophylaxe oder einer vernünftigen Wundheilung, so die auftreten sollte, also Wunden auftreten sollten. Sie haben eine verbesserte Belastbarkeit und Ausdauer. Und es reduziert tatsächlich auch Depressionen und kardiovaskuläre Risiken.
Die Neurogenverluste von Blase und Darm. Das ist hier also aufgeführt, eine Studie. Und ich habe auch nur die eine mit reingenommen, um einfach nur festzustellen, dass hier ein Großteil der HSP-Patienten, die hier in dieser Studie eingeschlossen wurden, unter Obstipation leiden, Meteorismen und Blähungen haben, eine Stuhlinkontinenz haben, neben der ganzen Blasenproblematik, die natürlich als erstes oder als häufigste Begleiterscheinung mit benannt wird. Da muss man mal sagen, Blase und Darm haben eine sehr enge Nachbarschaft und wenn es dem einen nicht gut geht, geht es in allen Fällen oder in häufigen Fällen dem anderen auch nicht gut. Und wenn ich eine Verstopfung habe, eine chronische Verstopfung, dann ist das häufig auch ein Trigger für immer wiederkehrende Harnwegsinfekte, weil natürlich ein Bakterientransfer über die kleine Barriere, die dort stattfindet, natürlich auch entsprechend aktiv stattfindet. Und insofern muss man immer sagen, eine Blasenfunktionsstörung immer auch auf den Darm gucken lassen und den Darm einfach auch nicht unberücksichtigt. Störungen müssen behandelt werden. Und auch hier will ich nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich möchte einfach nur zeigen, dass egal in welcher Höhe hier auch eine entsprechende Beteiligung, also eine Störung stattfindet, ne? Wo die Schädigungen stattfinden. Sie haben immer eine Beteiligung der Verdauungsorgane mit dabei. Leber, Magen, Darm, Blase natürlich auch, das ist kein Verdauungsorgan, wie Sie wissen. Insofern braucht es immer, wenn Schädigungen der Nerven gegeben sind, welcher Ursache auch immer, eine besondere Beachtung an der Stelle. So, und da reden wir über Transportfunktionsstörungen, da reden wir über Entleerungsstörungen und die Störungen der analen Verschlussmechanismen. Wir haben die zentralen Steuerungsmechanismen als gestört zu beschreiben. Wir haben eine reduzierte Verdauungsleistung. Und hier muss man ganz klar sagen, es sind nicht die Organe, die krank sind, sondern einfach nur die Leistung, die nerval innerviert werden und dann natürlich auch entsprechend verlangsamter stattfinden. Es gibt dadurch natürlich oder daraus resultierend gehäufte gastrointestinale Beschwerden wie Blähungen, Verstopfung, Durchfall. Der Energiebedarf verändert sich aufgrund der Aktivitätsstruktur, des Lähmungsmusters. Entleerungen können anders ausfallen und häufig eben auch nicht zu unterschätzen der hohe Medikamenteneinfluss. Die häufigen Probleme, wie eben schon gesagt, Meteorismen, Obstipationen, Diarrhoe, also Meteorismen, Blähungen, die Verstopfung und der Durchfall, beziehungsweise auch die Stuhlinkontinenz. Das ist letzten Endes ganz klar einschränkend, was die Lebensqualität anbelangt und die soziale Integration anbelangt. Und da muss man einfach frühzeitig darauf. Und im Grunde genommen können wir bei der Ernährung oder auch beim Herausfiltern eines passenden Darmmanagements nicht die Art der genetischen Störung benennen, sondern wir gehen ganz klar in unserem Herangehen, das richtige Therapiemaß zu finden, auf die bestehenden Störungsbilder. Das eine, Läsionshöhen oder der Ort oder die Art der genetischen Störung zu wissen, hilft natürlich so ein Stück weit, das Ganze zu verstehen, hilft natürlich im Komplexdenken. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe das und das und das, dann muss man gucken, ist der Stuhlgang betroffen, ist die Konsistenz das Problem, ist der Transfer das Problem oder ist die Entleerung letzten Endes einfach auch als grundsätzlich problematisch festzustellen, weil Bauchpresse oder auch die willentliche Steuerung nicht in der Vollständigkeit gegeben sind. Und wenn die Obstipation einfach beschrieben wird, dann ist es das starke Pressen, die lange Entleerungszeit. Also bitte, also das kann man nicht oft genug sagen, bitte versuchen Sie nicht wie wild zu pressen. Sie ruinieren sich den Beckenboden damit, Sie schaffen damit im Grunde genommen Hämorrhoiden. Das ist für die Kontinenzorgane eigentlich Gift. Man kann eine kleine Bauchpresse mit einsetzen, eher dann die Haltung, eine unterstützende Entleerungshaltung mit eingesetzt. Aber wie gesagt, das starke Pressen und eine lange Entleerungszeit ist ein Zeichen der Obstipation, klumpiger oder harter Stuhl. Sagen wir mal, wenn man die Bristol-Stuhl-Skala nimmt, dann sind es Kotsteine. BSS 1 steht dann auch hier
benannt. Eine unvollständige Entleerung oder eine ständige Verstopfung, mehrere erfolglose Versuche, beziehungsweise auch wenn Sie manuell dann nachhelfen müssen oder manipulieren, beziehungsweise weniger als 3 Stühle pro Woche. Dann haben Sie ein Grundmaß der Obstipation, also das Kriterium der Obstipation erfüllt. Sie müssen auch nicht alles haben. Es reicht, wenn Sie 2 oder 3 Kriterien für sich feststellen, um letzten Endes in die Handlung zu kommen. Die Ursachen, auch hier immer wieder wiederholend, es kann die Flüssigkeit sein, die Inaktivität sein, die ballaststoffarme Ernährung sein, natürlich durch Erkrankung selbst und Medikamente, ein viel zu langer Kolontransfer, ein Stuhlverhalt, wenn Sie sagen, jetzt nicht, und es ist so eine Konditionierung dabei, auch das kann eine Rolle spielen, aus unterschiedlichen Gründen eine unvollständige und ausbleibende Entleerung sind häufig benannt. Was passiert auch in der bakteriellen Darmgesundheit bei diesen, bei einer Verstopfung? Das heißt also, die guten Bakterien, die sich da eigentlich, die wir versucht sind zu fördern durch eine richtige Ernährung, nehmen natürlich ab. Und damit kann natürlich der Anteil der pathogenen Keime deutlich wachsen. Und im Grunde genommen hat es dann natürlich einen Einfluss auf die Peristaltik des Darms. Sie wird immer langsamer, natürlich auf die Barrierekompetenz des Darms, es wird schlechter und es hat natürlich langfristig gesehen auch eine kanzerogene Wirkung, wenn dort natürlich immer wieder auch diese Problematik vorherrscht. Was heißt dann Darmmanagement, wenn man es jetzt bündelt und sagt, alles, was oben reinkam, was seinen Weg fand, muss dann auch wieder raus? Nichts anderes als die Gesamtheit aller Aktivitäten, die dazu dienen, die Darmentleerung zu steuern. An sich klingt Darmmanagement immer so aufgesetzt und hoch. Das kann man also auf einen kleinen Nenner runterbrechen. Ziel ist eine regelmäßige. Und regelmäßige kann täglich sein, kann 2-tägig sein, allerspätestens aber 3-tägig. Geplant, das heißt, es darf nicht passieren, wenn Sie es nicht wollen. Möglichst vollständige, da gilt im Prinzip so die Faust groß. Und eine zeitlich begrenzte Defekation. Das heißt also, eine normale Darmentleerung ist in 5 Minuten im Grunde genommen erledigt. Sitzen Sie nach einer Viertelstunde immer noch auf der Toilette und müssen sich quälen, dann ist das einfach zu lang. Dann sollte es hier einen Eingriff geben. Und also ein Eingriff im Sinne von, man überlegt sich, eine therapeutische Unterstützung zu finden oder auch Bündelung zu finden. Und wie gesagt, der eine geht halt, hat halt täglich seine Entleerung in problemloser Form, unauffälliger Form, der andere halt nach 3 Tagen. Aber wenn ich nach 3 Tagen sitze und kriege es nicht raus, dann sind die 3 Tage schlicht und ergreifend zu lang. Auch die Kontinenzsicherung gehört dazu. Ne? Das heißt, die eingeschränkte oder nicht vorhandene Fähigkeit, den Abgang von Darminhalt willkürlich zu kontrollieren, wäre dann eine eingeschränkt, also wäre eine Stuhlinkontinenz, das sind Gase, es ist Schleim, es ist Stuhlschmieren. Es gibt eine Inkontinenz für dünne Stühle, es gibt eine Inkontinenz für feste Stühle oder im Prinzip auch für alle Stühle. Das heißt, auch hier möchte ich Sie nur sensibilisieren, weil die Zeit für eine Ausführlichkeit in diesem Bereich nicht reichen wird, da auf sich zu achten und zu sagen, hier kann man etwas machen. Vielfach wird etwas gesagt, naja, daran habe ich mich gewöhnt, das wäre ja normal. Aber normal ist es eben nicht, sich mit Dingen zufrieden zu geben, die veränderbar sind. Die hat man nur für sich als alltagsnormal erklärt, weil man es vielleicht nicht anders gewohnt ist. Schauen Sie immer, was ist der Bedarf? Ist der Stuhl einfach nur zu fest? Dauert der Transfer zu lange? Ist die Entleerung einfach erschwert? Oder gibt es Beschwerdebilder, wo Sie wirklich sagen, im Magen- und Darmbereich gibt es Probleme. Dann kann man gucken, was für Einflüsse gibt es, Ernährung, Trinkmenge, Essverhalten, Bewegung, Lifestyle und Medikamente. Das können Sie jetzt wie so eine kleine Checkliste mitverfolgen, beziehungsweise sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die aber immer gut auch mit dem Arzt abgesprochen werden sollten, damit er weiß, wenn etwas ist, dass es da unterstützende Maßnahmen gibt. In der therapeutischen Pyramide kann man sagen, die Basics liegen hier. Das heißt also alles, was Ernährung anbelangt, was
Ballaststoffe anbelangt, was Bewegung anbelangt, was Schlaf und Stressabbau anbelangt, gehört hier in dem Bereich auch die digitale Stimulation oder rektale Apfelmaßnahmen, Biofeedback. Es kann die transanale Irrigation sein. Warum das Stoma hier oben ist, darüber wird gerade aktiv nachgedacht, denn bevor, das ist nicht die Endfassung, das kann durchaus hier vor dem auch kommen, wenn ein Darm tatsächlich sich nicht in der Bewegung, also nicht bewegen lässt durch ganz viele Maßnahmen, kann ein Stoma wirklich auch die Rückkehr in ein geregeltes Entleerungsverhalten sein, die Rückkehr in eine Unabhängigkeit sein. Aber bevor ein operativer Eingriff ist, wird man hier natürlich erstmal entsprechend agieren. Was hat Einfluss auf Ernährung und Darmfunktion, wenn Sie immer auf die Uhr gucken und sagen, es muss jetzt schnell gehen, es muss schnell gehen, ich muss satt werden, ich muss noch mit dem Auto weg oder ich habe noch einen Termin. Die Essgeschwindigkeit, der Magen hat keine Zähne, der Darm hat keine Zähne, das können Sie nur bestimmen. Das Einspeicheln hat einen Wert und damit natürlich auch die Portionsgröße, wenn Sie Sättigung natürlich deutlich verzögert nur merken. Die Speisenauswahl, ist es immer ein Unterschied, ist es grob, ist es flüssig, ist es weich? Rauchen und Alkohol verändern auf negative Weise die Darmfunktion oder die Darmgesundheit, wenn sie sich eben auch nicht bewegen und das Apfelmanagement oder die Maßnahmen nicht ausreichend oder nicht zielführend sind. Gucken Sie einfach, was kann dazu führen? Auch hier nochmal geguckt, auch bei einer Spastik muss man immer gucken, hat das einen Einfluss, wenn die Spastik in den Beinen ist, kann die natürlich auch im Darm sein. Also auch hier sollte es bei ausbleibendem Erfolg aller möglichen Maßnahmen nochmal ein Gespräch mit dem Arzt geben, dass da entsprechend behandelt werden kann. Na, chronisch unvollständig, die Flüssigkeit, hohe Verluste, die Änderung der Tagesabläufe, psychische Belastungen, Medikamente, ballaststoffarm, ungeregelte Mahlzeiten, das Mahlzeitenvolumen oder sie essen gar nicht oder viel zu wenig, auch das kann im Prinzip einer Obstipation Vorschub leisten. Das hatte ich alles schon gesagt. Auch Kaffee, die Kaffeetrinker haben in aller Regel wenig Schwierigkeiten mit ihrem Stuhlgang, also und da der Kaffee in allem auch in seinem präventiven Wert rehabilitiert ist, kann man auch da gut mit eingreifen. Ja, Darmmanagement kommt es zu einem schlaffen Darm oder wenn eine Schließmuskelkontrolle häufig nicht mehr in der Vollständigkeit gegeben ist, ungeplante Entleerungen stattfinden und der Stuhlgang zu weich ist, gucken Sie einfach, dass Fett, Zucker, Koffein oder vielleicht auch die unlöslichen Ballaststoffe wie auch Nikotin da in einen Rahmen zu bringen sind, der da nicht mehr Gegenteiliges verursacht. Die angestrebte Stuhlkonsistenz wäre eher geformt und fester, nicht als Kotstein natürlich zu verstehen, aber dann muss man halt gucken, dass es eine andere Konsistenz hat. Flohsamenschalen können durchaus eine Hilfe sein beim Mogikon und Bifidral als Weichmacher betrachtet, also im Groben mal besprochen, muss man vielleicht gucken, ob das erforderlich ist oder ob man die Frequenz und die Dosis entsprechend anpasst. Während bei einem spastischen Darm die Sphinkterkontrolle durchaus möglich ist, aber hier dieser Darm eher zu Verstopfungen neigt, weil die Entleerung häufig eine Schwierigkeit ist. Insofern wird man die Stuhlkonsistenz hier natürlich eher etwas weicher halten und schauen, wie kann ich mit benannten Stoffen, die Sie jetzt umfänglich kennen, da nochmal mit einsetzen. Auch die Blähungen machen nichts anderes. Es ist eine übermäßig hohe Ansammlung von Darmgas, die gelegentlich symptomatisch werden. Sie haben dann das Gefühl, dass es nach oben drückt, dass es Schmerzen gibt. Natürlich dehnt sich der Darm da auch aus und es ist ein ganz dichtes Nervengeflecht, worin er eigentlich auch seine Position hat. Aber auch hier gucken, was ist die Ursache? Auch hier sind es Gase, sind es Bakterien, ist es eine unzureichende Darmgesundheit, eine unzureichende Entleerung, die Verstopfung per se.
Eine Aerophagie wird manchmal mit beschrieben. Also es wird gegessen, es wird erzählt, es wird ganz viel Luft dabei geschnappt. Es sind Verdauungsstörungen. Es können Lebensmittelunverträglichkeiten auftreten, vor allen Dingen auch nach Antibiotika-Behandlungen. Und wie gesagt, die Darmentleerung als unregelmäßig beschrieben. Blähende Speisen, opulente, fett, zuckerreiche Mahlzeiten, übermäßiger Alkohol- oder Kaffeegenuss, plötzliche Ernährungsumstellung. Wenn Sie heute alles richtig machen wollen und es bis gestern anders praktiziert haben, dann ist natürlich auch so, dass der Körper entsprechend erschrocken reagiert und dann natürlich auch Gas bilden kann. Hastiges Essen, geringe Trinkmengen, die schnelle Steigerung der Ballaststoffe, ungeregelte Mahlzeiten, stark schwankendes Nahrungsvolumen, aber auch hier gilt eine gestörte Darmflora und ein ungeregeltes Abführverhalten. Was machen Sie? Im Grunde genommen, Kümmelfenchel, Anis-Tee können helfen, Fenchelsamen können helfen, Probiotika, wenn Sie wirklich alles geregelt haben, auch die Darmentleerung ist geregelt, dass man wirklich auch zu einem Präparat greift, sich mit seinem Arzt bespricht und dann da eine entsprechende in einen Einnahmezyklus vereinbart, eine leichte Kost, bitte keine Zuckerzusatz, also keine Zuckerersatzstoffe oder stark gezuckerte Produkte, die machen das alles nur noch schlimmer. Auch hier wieder langsam essen, gut kauen, kleine Mahlzeiten, vor allem wenn es in Richtung Abend oder Nacht geht. Rauchen, Kaugummi kauen oder Luft schlucken können natürlich im Prinzip auch das Ganze noch begünstigen. Achten Sie auf eine geregelte Darmentleerung, auch in diesem Falle. Genau. Man kann natürlich auch Entschäumer nochmal nehmen. Ich habe es hier nochmal die Getränke überprüfen. Man kann leichte Gerichte wählen, vor allen Dingen hier auch nochmal die Kräuter. Gucken Sie auf fruktoseanteilige Lebensmittel. Es wird häufig Fruktose angereichert, ganz viel, aber hier gilt es auch bei den Säften und bei den langfasrigen Lebensmitteln ein Stück weit zu behalten. Zum Durchfall muss man noch eins sagen: Es können Kotsteine sein. Bitte da auch noch mal gucken, wenn also da die Darmentleerung schon immer ein bisschen erschwerter ist und Sie merken, dass der Stuhl immer wässriger wird, dann kann eine Verstopfung vorliegen. Es drückt sich im Prinzip alles um diesen Kotstein herum und zeigt sich dann als Durchfall, was es dann aber nicht ist, weil irgendwo ein Kotstein ist. Also das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten. Ansonsten können natürlich auch zu weiche Stuhlgänge oder auch der Durchfall, der sich als wässrig darstellt mit höheren Frequenzen, ein Problem eines unzureichenden Abführmanagements sein, eine Antibiose die Ursache sein, ein Infekt natürlich, wir kommen in Phasen auch des Norovirus, dass da natürlich auch virale oder bakterielle Ursachen gegeben sein können. Es können Störungen in der Mobilität von Magen und Darm sein. Es können Unverträglichkeiten vorliegen wie Laktose, Fructose, Sorbitol. Das macht es natürlich auch. Zuckerersatzstoffe können das häufig verursachen. Und dann immer wieder so ähnliche Problemfelder wie Koffein, Zuckerreiches und Fettreiches. Wenn es wirklich massiv ist, gehen Sie in die Symptome an. Man muss immer erst gucken, was sind die Ursachen. Es gibt für alles eine Ursache, das muss abgeklärt werden, bevor Sie auch in eine Maßnahme gehen. Aber ist es eher ein harmloser Durchfall, um es mal so ein bisschen zu benennen, dann eher salzreiche Speisen. Sie müssen die Flüssigkeit und das Salz ersetzen. Also trinken, trinken, trinken. Dann aber, wie gesagt, ein bisschen Salz aufs Butterbrot oder eine Brühe, dass es eher salzreich ist. Getreideprodukte und Nährmittel wie auch Kartoffeln, Reis und Möhren sind sehr hilfreich. Wasserkakao, da wird eher von Milch Abstand genommen. Trockengebäck oder Salzgebäck. Das sind auch diese Weingebäck, diese kleinen Fischlinge. Da sehr hilfreich. Ein langgezogener schwarzer oder grüner Tee. Heidelbeeren sind hervorragend. Bananen, geriebene Apfel. Das Aplona, was hier steht, hier, ist im Prinzip die Luxusvariante. Das ist Apfelpektin schon in getrockneter Form vorliegen. Muss man nur noch einnehmen, Wasser auflösen und einnehmen. Auch das kann sein. Flohsamenschalen, bitte da aber mit
mit Rücksprachen auch. Sie wissen, großer Quelleneffekt, da muss man eben sehen, dass damit, dass die richtige Dosis gefunden wird, kleine Mahlzeiten. Und das ist ganz wichtig, dass erstmal Milch und Milchspeise, es gilt nicht für Naturjoghurt, aber Milch und Milchspeisen möglichst vermieden werden in der Zeit, konzentrierte Fruchtsäfte vermieden werden. Alles, was Fructose angereichert ist, fett- und zuckerhaltig ist, Koffein, Alkohol und sorbitolhaltige Getränke nicht unbedingt dabei sind. Probiotika können auch hier durchaus eine Unterstützung darstellen. Neurogene Blase, die sei am Rande und kurz vor Schluss noch erwähnt. Einfach weil es hier nochmal in der Trinkmenge ist, 1,5 bis 2 Liter, bitte achten Sie darauf, überprüfen Sie das. Die Gesamtflüssigkeitsmenge, hatte ich erwähnt, werden wasserreiche Lebensmittel berücksichtigt, auch wenn es um inkontinente Ereignisse gibt. Also man nimmt dann alles mal miteinander, aber die Ausscheidung pro Tag sollte 1,5 Liter über 24 Stunden nicht unterschreiten. Vielen Dank.